Willkommen zurück. Ich bin so gerührt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nur um mir dabei zuzugucken, wie ich dieses grandiose, überhaupt nicht nervige Spiel spiele. Ja, das war dicke, fette Ironie. Natürlich ist das Spiel irgendwo hier und da ein bisschen nervig. Ich meine, wenn ich mal mir die Steuerung angucke und so. Wenn ich irgendwelche Viecher anvisiert habe und versuche mit denen zu kämpfen. Ja, das kann einen schon in den Wahnsinn treiben. Muss es allerdings nicht. Ja, okay, aber ich muss da ja auch irgendwie raufkommen. Egal, erstmal den obligatorischen Plüschhasen draufgelegt. Und jetzt finde ich schon einen Weg, wie ich da hochkomme. Hier sollte doch eigentlich so ein Pilz jetzt rauskommen, oder nicht? Der mich nach oben schießt. Aber das tat er nicht. Menno. Fies. Böse Möse. Jetzt aber, oder? Was passiert denn da? Was macht dieser Schalter? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es. Ups. Ups. Ja gut, okay, das erklärt natürlich einiges, wenn nicht sogar alles. Ah. So, ich glaube, das war das letzte Puzzle. Hey, ich wollte die Zähne noch. Arschloch. Arschloch. Was soll das? Na gut, dann muss ich jetzt erstmal das ach so schwere Rätsel lesen. Moment mal, ich muss gerade meinen Kopf ein bisschen zur Seite neigen, um das ein bisschen besser sehen zu können. Die drei hier, die sehen ja schon mal gut aus. Ist das stumpf? Ich kann mit WASD rechts und hoch steuern und mit Pfeiltaste oben und Pfeiltaste oben auch nach oben und unten. Aber Pfeiltaste links und Pfeiltaste rechts haben keine Auswirkungen. Stumpf. Okay, ich habe einen Plan, so mehr oder weniger. Pass auf. Du und jetzt du. So und so, so und so. Das Tor ist offen. Nun kann ich wohl meinen Aufstieg zum Gipfel fortsetzen. Na, endlich! Das ist doch genau das, worauf wir alle schon den ganzen Tag gewartet haben. Noch 15 Zähne. Nein, ich gehe jetzt nicht den ganzen Weg zurück, um die beiden Zähne da noch zu holen, die ich da vergessen habe. Beziehungsweise vergessen? Nein. Sie wurden mir gewaltsam vorenthalten. Okay, da ich nicht so blöd bin, wie Alice aussieht, mache ich das mal von hier. Ja, keine Schmetterlingsverwandlung. Aber jetzt. Schmetterlingsverwandlung. Lung, lung. Komm zu mir, Putt-Putt. Okay. Was? Wer wagt es? Wenn ich dich in die Finger kriege. Okay, da brauche ich die Pfeffermühle. Blöderweise habe ich keine Chance, an die Zähne ranzukommen. Nicht genug damit, dass sie uns ausbeuten und töten. Sie nähren ihre Brut von unseren verrotteten Körpern. Muhahaha. Keine Sorge, ich werde euch retten. Ich leite gerade alles in die Wege. Ja, ich möchte.
Ultra-T-Kanone vom Ikea. Nice. Sehr nice. Very nice. Ach ja. Ich hätte es beinahe vergessen. Auf! In die Höhle des Löwen oder der Erinnerung. Als Symbol der Zuneigung tauschen Liebende oft eine Haarlocke aus. Das menschliche Herz kann mit 1000 Schlüsseln geöffnet werden. Alter, wie bitte was? Was soll ich denn mit einer Locke? Fontänen-Action. Ach, jetzt darf ich erstmal warten. Für Narnia! Oh oh. Klatsch! Wir sehen einfach keine Chance gegen meine Ultra-T-Kanone haben. Du da, komm näher. Ich kann Rotkäppchen rückwärts. Ich kann das einmal eins bis zur elf. Ich habe jede Menge Verstand. Was? Wirklich? Überzeug mich. Um die Sperre zu beseitigen, wecke den Frosch und leere seinen Magen. Das da. Was ist mit seiner Zunge? Und den ganzen Warzen? Und woher weißt du das? Ich sah, wie es geschehen kann, während ich schlief. Oh, ein Visionär. Dann ist ja alles klar. Oh nein, das ist ein kolossaler Verfall, oder? Nein. Nein, falsch. Oh, verdammt. Oh, scheiße. Steh auf. Oh Gott. Oh fuck. Hier, beschäftige dich mal bitte mit dem Plüschhasen. Ich glaube, das interessiert den gar nicht. Nein, fängt jetzt wieder an, Flammen zu spucken. Oh, und ich bin genau da drinne. Geh doch weg. Jetzt stirb, stirb. Verrecke einfach. Los, komm, verrecke. Mir zuliebe. Nein! Bin mit dem Rücken zur Wand. Ist es tot? Ist es tot? Wenn ich den Gong schlage, wacht er bestimmt auf. Den Gong schlagen, so. Probieren wir es doch mal hier mit. Huch.
Ja, und wie soll ich das jetzt machen? Hä? I don't know what the fuck I'm doing. Ach, okay, ich sehe schon. So, mehr oder weniger, glaube ich. Da ist, nee, auch nicht. Hä? Was zum Geier soll ich tun? Den Gong schlagen, ja, aber... Wie macht man denn sowas? Bitte. Aha. Möge mir dieses Schlüsselloch weiterhelfen. Na? Was nun? Ah, okay. Wie bitte? Also bloß, das hätte meine T-Kanone nicht geschafft, oder wie? Darf ich jetzt auch wieder zurück? Jo. Tschüss. Hat mich sehr gefreut, Herr Frosch. Ah, gut. Bevor ich da lang gehe, schaue ich doch hier nochmal, riskiere einen Blick. Sieht ja nicht sehr einladend aus, aber zumindest scheint es hier weiter zu gehen als in dem anderen Gang. Deshalb gehe ich erstmal in den anderen Gang. Oh. Feld des Tages. Geht's noch weiter hoch? Nö. Dann sehe ich auch gar nicht ein, hier irgendwie noch eine Sekunde länger zu bleiben. Oh, 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 oh. Alles gar kein Problem. Ich habe für jede Situation die richtige Waffe bei mir. Ach, das ist hier auch schon gleich mit kaputt gegangen. Ist ja praktisch. Geronimo! Hä? Wie jetzt? Soll ich da jetzt rein oder nicht? Ach so. Okay.
Hä? Und warum hat das mit dem Hammer nicht funktioniert? Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Willens. Ja, aber andererseits sind Barbaren auch voll cool. Warum, das erzähle ich euch im nächsten Teil. Vielleicht.